In diesem Video soll es um Über-Ich und Moral gehen. Über-Ich, das sollte man kennen aus der Theorie von Sigmund Freud. Der unterteilt also drei Instanzen. Über-Ich, Ich und Es. Es sind die Triebe. Über-Ich ist so etwas wie die Moral, sage ich immer. Und das Ich ist das, was zwischen den beiden so gesehen vermittelt. Letztendlich, wie man etwas auslebt. Hier muss man allerdings eine kleine Einschränkung machen zu dem, was ich immer sage, nämlich Über-Ich ist die Moral. Wenn man das sagt, das ist nicht ganz genau richtig nach Sigmund Freud, denn das Über-Ich sind sowas eher wie die Werte und Normen. Und zwar das Ganze im kulturellen Kontext. Das bedeutet, dass so gesehen das Über-Ich nicht die Moral ist, nicht was halte ich für das Beste, sondern Werte und Normen der Gesellschaft in meinem kulturellen Kontext. Das ist natürlich was anderes, aber warum rede ich dann immer von der Moral und warum ist es nicht falsch, wenn man von der Moral in diesem Kontext redet? Letztendlich heißt Pädagogik nicht, das Wissen, was man hat, einfach nur auszukotzen. Das wäre völlig falsch. Pädagogik ist eine Geisteswissenschaft und man muss Theorien immer so verstehen, dass man sie anwenden kann. Das heißt, es geht darum, einen Mehrwert aus sie zu ziehen. Und wir wissen, dass Sigmund Freud mit seinem Über-Ich schon ziemlich lange her das Ganze aufgestellt hat. Das heißt, das Ganze besteht schon einige Zeit. Und das Über-Ich als Werte und Normen des kulturellen Kontexts, okay, das versteht man erstmal. Das heißt, das Über-Ich, das sind so gesehen die Werte und Normen der Gesellschaft, das Es sind die Triebe und das Ich versucht dazwischen zu vermitteln. Das macht Sinn. Moral, da ist ein wichtiger Theoretiker Kohlberg. Wenn nicht sogar der wichtigste überhaupt in meinen Augen. Und Kohlberg hat gesagt, es gibt verschiedene Stufen. Die präkonventionelle, die konventionelle und die postkonventionelle. Und er hat gesagt, dass die meisten auf der konventionellen Stufe stehen bleiben. In seinem Stufenmodell geht es allgemein um die Moralentwicklung. Präkonventionelle Stufe heißt dabei sowas wie, ich orientiere mich an Strafe oder nach so einem Prinzip wie, wie du mir, so ich dir. Das heißt Rache und auf der anderen Seite ganz gut gelaunt und so, wenn man mir auch gut gelaunt entgegentritt. Die konventionelle Stufe heißt, ich halte mich an Gesetze, halte mich an Normen und Ordnungen und so weiter. Das heißt, wer auf der konventionellen Stufe der Moralentwicklung ist, handelt nach Normen, Werten, Ordnungen und so weiter. Und zwar, jetzt ist das wichtig, das gibt alles die Gesellschaft vor. Das heißt, man fügt sich so gesehen der Gesellschaft. Wenn wir das bedenken, dass die konventionelle Stufe bedeutet, dass wir uns Normen und Werten fügen und dann sagen können, die meisten Menschen bleiben genau auf dieser Stufe hängen. Das heißt, die postkonventionelle Stufe wird nicht von jedem erreicht, sondern das ist die Stufe, die so ungefähr, jetzt sage, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber wir sagen jetzt mal einfach als Zahl, ungefähr 70% der Menschen haben, dann können wir sagen, wenn für die meisten Menschen Moral bedeutet, sich an Normen und Werten zu orientieren, und wenn Über-Ich bedeutet, sich an Werten und Normen zu orientieren, dann können wir auch sagen, dass Über-Ich Moral ist, weil das für den überwiegenden Anteil der Bevölkerung zutrifft. Für die überwiegende große Menge der Bevölkerung bedeutet Moral, sich an Normen und Werten zu orientieren. Denn das ist ja die konventionelle Stufe. Das muss klar sein. Deswegen kann ich, wenn ich lehre, vereinfacht sagen, Über-Ich ist Moral. Denn wenn ich über Freud rede und wenn ich über Kohlberg rede, dann rede ich über solche dicken Abhandlungen, solche dicken Bücher. Und wenn ich das beibringen möchte, was da drin steht, muss ich vereinfachen. Das geht ja gar nicht anders. Sonst könnte ich euch die Bücher nur vorlesen. Das heißt, ich muss zusammenfassen und vereinfachen. Und wenn ich jetzt sage, Über-Ich sind Werte und Normen und die meisten Menschen halten für Moral, sich an Normen und Werten und Ordnung zu
identifizieren nicht, sondern sich dann genau das als sowas zu setzen. Das heißt, sie orientieren sich, das ist das Wort. Die meisten Menschen sagen, Moral bedeutet, sich an Normen und Werten zu orientieren. Dann kann ich sagen, über ich ist Moral, im Großen und Ganzen. Damit treffe ich nicht alle Menschen. Aber das tue ich mit keiner Theorie. Wenn ich die Theorie laut Piaget anwende, wie die Menschen sich entwickeln, dann werde ich immer Ausnahmen finden. Ich versuche nur immer eine Aussage zu machen über einen großen Teil der Bevölkerung. Denn mehr kann man nicht in der Pädagogik. Man will etwas verallgemeinern, was eigentlich nicht zu verallgemeinern ist, weil wir letztendlich alles Individuen sind. Aber weil Freud damals gesagt hat, über ich, das ist die Orientierung an Werte und Normen, und Kohlberg gesagt hat, Moral, das ist sowas wie, da gibt es verschiedene Ausrichtungen, aber die meisten Menschen bleiben auf dieser Stufe hängen. Und das bedeutet, sich an Normen, Werten, Gesetzen und Ordnungen zu orientieren. Kann man sagen, nach heutiger Auffassung, wenn man Kohlberg und Freud beide kennt, dass über ich und Moral relativ das Gleiche sind. Hier muss man nämlich immer darauf achten. Pädagogik ist nichts, was feststeht. Freud hat nicht die Normen und Werte geschaffen und Freud hat nicht erfunden, wie Menschen sich letztendlich orientieren und handeln, sondern hat versucht, etwas zu erklären. Dazu hat er Worte eingeführt, aber die Worte bedeuten nicht, dass dadurch die Handlung entsteht. Die Worte dienen nur der Beschreibung. Und wenn jetzt eine andere Theorie kommt, die dem Ganzen die Normen und Werte eigentlich die Orientierung daran als Moral versteht, dann kann man auch sagen, dass das Über-Ich nach neuer Auffassung Moral ist. Man muss das nur begründen können. Hier möchte ich nochmal kurz darstellen, in der Pädagogik geht es ja nicht darum, dass man die Theorien runterbeten kann. Wer das denkt, der ist völlig falsch gewickelt. Leider will man das in Klausuren häufig haben. Es geht ja vielmehr in der Pädagogik darum, dass ich situative Handlungskompetenz habe. Das heißt, wenn ich ein Kind vor mir habe und ich muss das erziehen, muss ich so handeln können, dass ich das gut erziehe. Dazu muss ich auf das, was die Theoretiker gesagt haben, zurückgreifen. Aber es bringt mir nichts, wenn ich dem Kind erzählen kann, hör mal zu, über ich ist so und so und es ist so und so. Das sind nur Erklärungsversuche. Ich muss letztendlich selber abchecken können, wie ich das Ganze letztendlich anwenden kann. Und da muss ich auch Theorien in Bezug bringen und sie interpretieren. Und dass diese Interpretation von Über-Ich und Moral als gleichwertig letztendlich, als äquivalent sinnvoll ist, sieht man daran, wenn man das Ganze runterbricht. Über-Ich sind Werte und Normen, die Orientierung daran. Moral bedeutet für die meisten Menschen Orientierung an Normen und Werte. Wir haben hier das Gleiche wie hier. Und somit haben wir ja letztendlich etwas, was gleichzusetzen ist. Hier haben wir das Ganze im kulturellen Rahmen, also Werte und Normen, die man lernt. Das ist letztendlich das Über-Ich, das, was so gesehen von der Umwelt reingegeben wird. Aber auch die Moralentwicklung findet im kulturellen Kontext statt. Dementsprechend wird man sich natürlich in Deutschland auch an kulturelle Normen und Werte verhalten. Und nicht als gebürtiger Deutscher wird man sich nicht auf einmal auf den Boden setzen, wie in der asiatischen Kultur, und dort die Suppe schlürfen. Das wäre keine Orientierung an Normen und Werte. Auf jeden Fall nicht unserer Kultur, und das würde Kohlberg dann auch nicht als moralisches Handeln so gesehen ansehen. Denn das moralische Handeln entwickelt sich in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Ich hoffe, dass dir klar geworden ist jetzt, was Über-Ich und Moral ist, dass das nicht unbedingt immer gleichzusetzen ist, weil Moral auch bedeuten kann, dass man Strafe verhindert letztendlich. Das ist also, wenn man sich daran orientiert, Hauptsache ich kriege keine Strafe, dann orientiert man sich nicht an Werten und Normen. Aber für die meisten Menschen bedeutet nun mal Moral die Orientierung an Normen und Werte. Dann kann man, wenn man die Theorie von Freud nicht nur auf Kinder anwendet, sondern allgemein, dann kann man auch das Über-Ich, Werte und Norm verstehen. Also, dass das Über-Ich und die Moral das Gleiche ist. Wenigstens, dass man das so setzen kann, um a. nicht alles immer spitzfindig auseinanderklamüsern zu müssen, weil das wäre in der Lehre unsinnig, dann könnte kein Lernprozess stattfinden. Wenn ich es so kompliziert mache, würden alle nur sitzen und wie in der Schule und abnicken und sagen, ja, 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 ja. Und wenn ich dann eine Frage stelle, wäre es vorbei. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man versteht, dass Über-Ich und Moral gleichzusetzen ist, aus diesem Grund, dass hier diese Begriffe eine Schnittmenge ist. Und diese Schnittmenge macht insofern Sinn,
dass man das gleichsetzen kann. Nicht unbedingt immer, aber es kommt auf den Kontext an. Und wenn ich etwas lehren möchte, dann kann ich das getrost gleichsetzen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Möchte nochmal daran erinnern, dass in Klausuren natürlich, wenn man sowas gleichsetzt, darauf hingewiesen werden muss, in einem Absatz oder so, dass Kohlberg so und so argumentiert und dass Freud so und so argumentiert, dass man es gleichsetzen kann, weil Freud das nie gesagt hat. Aber dass das aus der heutigen Perspektive sinnvoll ist, das ist einleuchtend. Das soll eben noch gesagt, weil Pädagogik entwickelt sich. Freud kann nichts darüber aussagen, wie wir heute die Sachen auffassen. Freud konnte nur zu seiner damaligen Zeit etwas sagen. Heutzutage kann er nichts mehr sagen, weil er schlichtweg tot ist. Aber wir müssen seine Theorie interpretieren und immer wieder mit neuen Erkenntnissen in Bezug setzen, um ein Gesamtsystem letztendlich zu sehen. Denn Erziehung bedeutet nicht, dass ich einmal nach Freud erziehe und einmal nach Kohlberg erziehe und so weiter, sondern ich muss das Ganze in Bezug bringen, weil Erziehung ein gemeinsamer, komplexer Prozess ist. In diesem Sinne hoffe ich jetzt hier wirklich einen Schluss machen zu können, hoffe, dass es rübergekommen ist und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.